Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem ganz speziellen Reaction-Video. Und zwar habe ich so überlegt, was kann ich eigentlich mal machen, so ohne, ne, also nicht immer nur diese Story-of-Videos zu bringen, sondern auch mal ein bisschen anderen Content. Und ich dachte mir, ja, Trailer-Reaction, es gibt eigentlich nicht so viele Trailer, wo es sich drauf zu reagieren lohnt oder wo ich das Gefühl habe, das lohnt sich, sondern mir ist was anderes ins Auge gestochen. Beim Durchschauen meines eigenen Kanals dachte ich mir, warum reagiere ich nicht jetzt einfach mal auf meinen allerersten Newsflash, den ich gemacht habe. Der Newsflash Nummer 1 wurde veröffentlicht am 4.1. beziehungsweise 5.1. Ich weiß es nicht, weil ich da Murks hingeschrieben habe. Ich glaube, er kam raus am 4.1., da steht aber 5.1., 2014. Ja, das ist jetzt fast 5 Jahre her. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe natürlich selber überhaupt keine Erinnerung an meinen ersten Newsflash. Darf also selber gespannt sein, was los war. Ich habe gerade nachgeguckt, was die Themen waren. Und zwar ging es um To the Moon, eine Extra-Episode, um ein DLC zu Lego Marvel Super Heroes. Auslaufende Lizenzen zu Activision und Blizzard, Microsoft, die über eine reine Online-Konsole nachgedacht haben und vorerst keine Mods für Titanfall, den ersten Teil. Also, ja, das ist sehr lange her und ja, gucken wir einfach mal, was ich da fabriziert habe. Ich heiße euch herzlich willkommen zu meiner allerersten Ausgabe der Games News. Die erste Januarwoche hat es jetzt nicht so in sich, sind ja auch nur 3 Tage und davon ist einer auch noch ein Feiertag gewesen. Oh mein Gott, deswegen ist das halte schlecht. Ich die News in Grenzen. Wie rede ich aber denn? Es gibt ein paar kleine News, die es wert sind, genannt zu werden. Die Scheiße. Erste News dreht sich um das kleine, aber feine, storylastige Spielchen To the Moon vom Entwickler Kangao. Oh mein Kangao. Gott, ich fange gleich an, mich zu schämen. Und zwar gibt es dort bereits erhältlich eine kleine Extra-Episode und zwar Sound, kostenlos. Die Soundqualität diese ist ja Episode ist ja wird ungefähr 20 ey. Minuten Spielzeit beinhalten und führt Dr. Rosalane und Dr. Watts, das Dream Team, zu ihrem Arbeitgeber. Ihr dürft den Arbeitgeber besuchen und das heißt, ihr seid bei der Sigmund Corporation zu Besuch. Nein. Das Ganze soll die Wartezeit auf das Sequel A Bird Story ein bisschen versüßen. Das ist echt wann geil. Das Sequel rauskommt, ist noch nicht bekannt. Da lässt sich kann also mein altes scheiß Headset, ne? Sehr groß es war so unprofessionell. Leute nicht enttäuschen will. Ich habe sogar selbst sagt, es sei eine ich habe sogar ein Skript geschrieben das für den Scheiß. Man akzeptieren, denn sonst kommen unfertige Spiele auf den Markt und das will ja keiner. Und das will ja keiner. Gibt es ein neues Charakterpack namens Asgard. Ach du Scheiße. In diesem Pack befinden sich 8 Figuren, darunter Malekith, Curse, Sif, erstmal zusammengestottert. Odin, Hogun, Pandral und Jane Foster. Oh mein Gott. Was ist denn in dem ersten Newsflash passiert? Ebenfalls einen Platz in den News hat Activision und Blizzard, denn zahlreiche Marvel-Spiele von Activision und dazugehörige Download-Erweiterung, die sogenannten das DLC, war so schlecht. Sind nicht länger auf digital. Also ich muss mich wirklich an dieser Stelle entschuldigen. Darunter zählen Steam, der Xbox Live-Marktplatz und das PlayStation Network. Es war so denn unmotiviert gesprochen. Die jeweiligen Lizenzverträge ausgelaufen. Aber unter den Titeln, die man nicht mehr online erwerben kann. Man muss halt bedenken, dass das echt Deadpool, das ist fast 5 Jahre alt, ne? Spider-Man Web of Shadows, Spider-Man Dimensions und Spider-Man Edge of Time. X-Men The Official Game, X-Men Destiny und X-Men Origins Wolverine sind auch nicht mehr verfügbar. Im Einzelhandel dürfte das Ganze allerdings noch zu bekommen sein. Das ist auch so allerdings schlecht geschrieben. Oh mein Titel Gott. The Amazing Spider-Man. Ich muss den der eigentlich ist davon sofort löschen. Nicht betroffen, denn ein Nachfolger befindet sich bekanntlich in Entwicklung. Wieso habe ich das immer so beendet? In Entwicklung. Kommen wir kurz das noch will zu ja Xbox keiner. One. Laut Microsoft Studios-Chef Phil Spencer sollte die Konsole gar ohne optisches Laufwerk auskommen. Das heißt, keine DVDs, keine CDs, keine Blu-ray und nichts. Das Ganze sollte einfach nur über online laufen. Das bedeutet, Spiele sollten runtergeladen werden. Das sollte nur über online laufen. Bin ich eigentlich bescheuert, sowas überhaupt rauszubringen? Dem Ganzen wurde ein Strich durch die Rechnung gemacht, unglaublich, weil die Spiele auf der Xbox genauso wie auf der PlayStation viel zu groß seien und das nicht mehr umzusetzen war. Aber also das Video hat übrigens null Kommentare. War ein realistisches Szenario. Geil. Und aber dann immerhin haben wir noch 4 eine Likes. Kurze News zu Titanfall, der und ich glaube 50 Aufrufe. Xbox One, Xbox 360 und PC
soll erstmal keine Mod-Unterstützung bekommen. Das heißt, wer darauf gehofft hat, ich bin gespannt, das wie ich Spiel das, mit wie ich neuen diese Mods News jetzt beende, und, ne? neuen Karten zu füttern, wird in die Röhre schauen, gespannt. Denn das ist erstmal nicht angedacht. Ob sich da irgendwas tut, weiß man nicht, aber wie bei den anderen Serien, zum Beispiel Call of Duty oder Battlefield, legt man anscheinend keinen großen Wert auf die Mod-Szene und auch nicht auf das Kreieren neuer Maps. Mal schauen, was die Fangemeinde dazu sagt. Okay, das Ende ging ja noch. Das Ende ging jetzt tatsächlich noch. Abmoderation. Das war's dann auch schon mit den News für diese Woche. Natürlich ist die Woche kurz, dank des Feiertags und Jahresbeginn. Das ist ja halt Woche 1. Einen Trailer der Sehr Woche wird gut es diese kombiniert, Woche Sherlock. Nicht geben, da es keinen besonders nennenswerten Trailer gab, der irgendwo aufgetaucht ist. Stimmt, damals gab es noch die Trailer der Woche. Da gab es noch die Trailer der Woche, unglaublich. Das wird immer so sein, das ist der Freitag der Woche. Das heißt, was Samstag und Sonntag kommt, wird nicht mehr berücksichtigt. Das stimmt gar nicht. Wenn es gut war oder wichtig war. Das stimmt gar nicht mehr. Auch der Samstag, manchmal sogar noch der Sonntag wird berücksichtigt. Bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören und sage Rinjehauen bis zum nächsten Mal. Aber Hauptsache schon mal Rinjehauen bis zum nächsten Mal gesagt. Oh mein Gott, das war ja... Also, ich habe mich echt köstlich amüsiert. Das war ja unfassbar unprofessionell. Hammergeil. Also ja, ich gucke mal kurz. Ihr seht das jetzt nicht, aber ich gucke hier gerade mal kurz. Ja, also es hat 50 Aufrufe, 4 Likes, 0 Kommentare. Auf jeden Fall eine stabile Leistung, würde ich sagen, im Jahre 2014. Fast 5 Jahre her, ich war so ein Noob zu dieser Zeit. Hatte irgendein richtiges billiges Headset. Hatte eigentlich gar keine Ahnung, wie man Videos macht, wie man Videos schneidet. Dafür ist mir das mit den Übergängen der Videos echt gut gelungen, ne? Mit diesem Würfeleffekt. Aber ja, ihr dürft mir gerne jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ihr von meinem allerersten Newsflash haltet. Wenn ihr das mal ohne mein Gelaber hören wollt, das Ding ist natürlich online, ich werde es auch nicht runternehmen, aber ja, es ist ein bisschen Nostalgie. Oh mein Gott, ich habe Tränen in den Augen, ne? Also ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Rückblick in die Vergangenheit meiner YouTube-Karriere gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Rinjehauen, bis zum nächsten Mal.